Danke. Tewe! Hier. Mein Goldschätzchen. Tewe sagt immer, stark, Tewe sagt immer, wenn er mich sieht, sagt er immer als erstes, Mensch, du hast aber abgenommen. Das war doch angenehm, oder? Ja, das ist, ach, das sagst du einfach nur so, damit man sich gut fühlt, ne? Nicht nur der, Bobfahrer, der alle Tricks kennt. Ich kenne auch welche. Du Fuchs. Mal doch. Du Fuchs. Wir dürfen dir noch nicht gratulieren. Es ist noch nicht so weit, der 90. Der ist erst, am Dienstag. Ich habe noch ein Vorbild. Ja. Letztes Jahr, glaube ich, hast du mit Erbsensuppe gefeiert. Hast du eine Idee, wie du es dieses Jahr machst? Was ich dieses Jahr mache? Zum Geburtstag? Ja, in der Vergangenheit unter Nicht-Corona-Bedingungen war alles möglich. Da hat man einen großen Saal voll. Aber heute muss ich mir sagen, Mensch, verdammt, du bist Vorbild. Da parieren so viel nicht und gehen draußen leichtfertig ohne Maske und in Massen haben sich versammelt und wissen gar nicht, was sie den übrigen, die noch da sind, antun. Insofern kann ich mir überhaupt nicht erlauben. Ich muss die Ordnung einhalten, wenigstens 5 bis 6. Und mache ich meinen Laden zu Hause, in meinem Hause mache ich zu und fahre nur ein bisschen mit der Familie im engsten Kreis. Auf der 178 Kilometer langen Piste bei Reims in Frankreich. Die da vielleicht kommen müssen, das haben sich ja einige angemeldet schon. Kriege einen Haufen Post jetzt Mario schon. Bumpy. Weiß ich gar nicht, wie ich das bewältigen soll. Das können mit letzter Kraft im Schlussspurt einsetzte. Und Tewe schaffte es, erster deutscher Straßenweltmeister der Amateure im Regenbogentrikot. Aber ich kann nicht allen antworten. Es tut mir so leid. Ich glaube, das in unserem Museum in Kleinmühlingen lagen mal 4.000 Briefe aus Vorzeiten, die ich nicht habe lesen können. In Führung 3 Italiener. Wir haben über 30 Aktenordner, schön, Schulkinder, Kindergärten, Familien und so weiter und so fort. Das ist geschriebene Geschichte, aber jetzt, was jetzt wieder ankommt, muss ich sagen, doch, ist viel Arbeit. Wenn meine Tochter und meine Töchter mich nicht unterstützen würden, hätte ich arg zu tun. Also im engsten Familienkreise Kuchen essen. Ja, genau. Aber genau. Wir müssen dazu sagen, letztes Jahr ist leider deine Frau verstorben. Ja. Das, wie lange wart ihr? Über 50 Jahre wart ihr ja ganz. Guck mal, da ist so eine schöne Frau. Wo fehlt sie dir denn am meisten? Bitte nochmal. Wo fehlt sie dir am meisten? Ja, jetzt bei solchen Dingen, wo so ein Druck ist, wo die Briefe ankommen und so weiter. Wir müssen ja einen Postkasten, ich habe neulich richtig ziehen müssen, das war vollgestopft. Ja. Aber mittlerweile kommt die Postfrau, wie heute früh, kommt sie mit solchem Stapel. Ich sehe, legen Sie mal draußen auf dem Pfeiler. Nee, die kam ran. Und das habe ich dann gleich reingetan. Aber es ist doch enorm und erstaunlich, dass die Menschen sich erinnern. Das macht auch stolz. Ich verstehe. Es macht auch hier heute stolz. Da muss ich dem Felix sagen. Die Zeiten sind so belämmert, mein lieber Felix. Mit diesem Corona, mit der Wirkung, mit der Auswirkung von Corona. Da sitzen viele Menschen heute, die sitzen eben depressiv herum, die wissen nicht, was sie mit sich tun sollen. Du bist ein absolutes Vorbild. Was du uns heute hier vorgespielt hast, ich muss sagen, das ist Vorbild. Wenn ein Mensch etwas aus sich macht, wo das andere sich nichts mehr zutrauen, können Sie ein Beispiel an dir nehmen, was man kann, wenn man will. Und das sage ich Dankeschön. Immer wieder, solche Menschen sind heute Vorbild. Du, sage mal. Du auch, alter Knacker, sage ich immer. Alter Knacker, sagt er. Das ist ein Vorbild, genau. Weißt du was, du bist auch ein Vorbild für viele. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal anlässlich des bald 90. am Dienstag, gucken wir auch mal so ein bisschen zurück auf deine Karriere. Kenn ich noch gar nicht, Kennst du noch gar nicht. Robert, stell dir mal in deine Führung Karriere vor. Italiener, Romeo Venturelli, Livio Trapi und Mario Bumpy. Nur wenig später erschien eine starke Verfolgergruppe. In ihrer Mitte Tewe Schur, der sein ganzes Können mit letzter Kraft im Schlussspurt einsetzte. Und Tewe schaffte es. Als erster deutscher Straßenweltmeister der Amateure im Regenbogentrikot. Wenige Sekunden später war es soweit. Als Tewe am Hinterrad des Belgiers klebte, war Eckstein heran und ohne Halt an Van den Bergen vorbei. Eine einmalige Meisterleistung. Ein kaum zu fassender Triumph für den Radsport der Deutschen Demokratischen Republik. Bernhard Eckstein war Weltmeister. Tewe Schur auf Platz 2 vor Willy van den Bergen. Ja, ich will das auch vorbedacht. Nach 55, 58. Ja.
Weltmeisterschaft 60, also das ist schon wirklich was Besonderes. Du bist einfach auch sehr schnell dann Kult geworden, ja, also die Leute, die, also, aber bei all dem, was du da jetzt siehst und diese ganzen Erfolge, die wir ja wirklich nur so ein Ministückchen gezeigt haben, sagst du selber, es gibt ein Ereignis, das findest du mit am besondersten, und zwar ist das der zweite Platz bei der Weltmeisterschaft auf dem Sachsenring. Ja. Und da kommen wir, glaube ich, zu dem Eckstein, den wir eben angesprochen haben. Warum bedeutet dir das am meisten, dieser zweite Platz? Warum findest du den so besonders? Na, eine ganz einfache Sache. Ich wäre gerne zum dritten Mal Weltmeister geworden. Das hatte man ja auch von mir erwartet und die Mannschaft sollte für mich fahren. Aber das Ding lief insofern anders. Ich war Favorit und der Gegner wäre ja blöde gewesen, wenn er nicht an meinem Hinterrad gefahren wäre. Und das ist die große Kunst des Radfahrens. Aufzupassen, wann tritt er an, dann muss ich, wenn ich gewinnen will, bei dem am Hinterrad sein. Ich bin nicht weggekommen, aber Eckstein, ich habe das schon mehrmals erzählt, der liegt auf dem Rad wie ein Dreifundbrot oder lag auf dem Rad wie ein Dreifundbrot. So kleiner, wenn der ist mitgefahren mit der Spitzengruppe, da fuhr keiner hinterher. Wenn man hinter ihm fährt, wird man vom Wind angeblasen, bei der Geschwindigkeit, bergrunter und so weiter. Und das war sein Vorteil. Der konnte also rundenlang im Wind so fahren, braucht auch nicht vorne fahren. Da konnte und niemand hat sich beschwert. Normalerweise ist es ja so, wenn man abgefahren ist in eine Gruppe, hat eigentlich jeder mitzufahren. Das war früher ein Gesetz. Aber du hast das verstanden, was das bedeutet, wenn du dich zurücknimmst? Nee, ich habe mich da nicht zurückgenommen. Ich wollte auch nach vorne. Aber die Gelegenheit, meine Gelegenheit war, als wirklich die Leute schon pfiffen, der Schur macht ja gar nichts, die konnte ja auch nicht. Die hatten ja alle noch was drauf. Erst dann, wenn alles kaputt ist, das ist so nach über 70 Kilometern der Fall. Kaltes Wetter, dass die Muskulatur schon verschlackt, also langsam verschlackt. Dann alles auf eine Karte, das Biegen und Brechen. Das ist mir gelungen. Ich bin in die Spitze reingefahren und da vorne ein Stück weg war der lange Beger schon. Ein starker Mann, ein schneller Mann. Und den haben wir eingeholt, Eckstein und ich. Bergrunter habe ich mich ein bisschen bei Eckstein, ich habe mich so klein gemacht als möglich. Systematisch atmen, kann man sich wieder ein bisschen regenerieren, aber ich war steif hier. Alles Sauerstoff weg, so wie die Biathleten, die fallen hin, wenn die verausgabt sind. Ne? Und da kommen wir ran an den Bejo und der Eckstein tritt sofort an und fährt los. Also tritt an und spottet. Was macht der Bejo? Der guckt erst mal verdutzt. Na, der Schur will doch gewinnen. Na, soll er mal hinfahren? Ja, ich wäre gerne hingefahren. Aber da dachte ich mir, jetzt fährt der Bäger. Da musst du aufpassen. Wenn der antritt, musst du bei dem am Hinterrad sein. Und wenn der bei Eckstein ist, dann bin ich dran. Dann muss ich antreten. Der fuhr aber nicht. Und insofern so rief ich dann, Ecke, fahr. Damit hast du gerufen? Den reizte, dass er antritt. Der hat auch nicht angetreten. Und als er das nicht gemacht hatte, war Ecke noch weiter weg. Und dann wusste der Bäger, ich habe ja so einen Scheiß heute gemacht. Wenn ich nach Hause komme, da kriege ich Kloppe, so ungefähr. Ja, da war er geliefert. Und dann im Sport machte er noch den Fehler, dass er mit einem kleinen Gang fahren wollte. Okay, das kann man nicht, dort auf der Strecke. Da muss man dann zuletzt noch einen großen Gang drücken. Aber all das hat dich ja auch so zum Kult werden lassen. Die Leute haben dich geliebt. Die haben das genau erkannt, was du da gemacht hast. Wie war denn das? Also es heißt immer, dass deine Freunde, deine Kumpels, die fanden das mal ganz anstrengend mit dir, durch die Menschenmassen zu laufen. Weil dich ja jeder anfassen wollte, jeder wollte dir die Hand schütteln. Was war das für die eine jungen Zeit? Mädchen vor allen Dingen. Ja. Ach so. Ja, guck mal, da kommen die beiden hier in Fahrt wieder, oder? War das so? Nein, das war damals zu dieser Zeit auch. Radsport war eine außerordentlich beliebte Sportart durch die Friedensfahrt. Und das, was wir erreicht hatten bis dahin, war ja wirklich große Klasse. Aber es hat die Menschen so interessiert, wie heute man sich zum Beispiel für Biathlon interessiert. Aber du hast recht, ich sehe auch tatsächlich mehr Frauen als Männer zum Beispiel auf dem Foto. Und sie haben alle die gleiche Frisur. Ja. Ist das ein Zufall? Bitte nochmal. Die Frauen auf dem Foto haben alle die gleiche Frisur. Guck mal, auf dem Foto da, siehst du das? Teve da, das Foto von damals, wo du, ich glaube, da gibst du gerade Autogramme. Da, siehst du das da vorne? Ja. Das Foto? Ja, ja. Deine weiblichen Fans alle. Ja, ich glaube, du hast ziemlich großen Eindruck auf die auf jeden Fall gemacht. Frauen sind wahrscheinlich überall so. Und da insbesondere, ist doch klar. Wir hatten so eine Oberschenkel hier. Die Hose, die mir heute passt, hätte mir damals nicht gepasst. Das ist doch klar. Hochtrainierte Muskulatur.
Bei dir ist mehr, du hast mehr Gänsefleisch gegessen zu Weihnachten, oder? Nee. Also es ist doch ein Muskel, der Mann. Ja? Naja, aktive Muskelmasse, wenig Fett. Und ein bisschen Alkohol habe ich jetzt auch von dir gelernt. Du hast nämlich eigentlich nie Alkohol getrunken, aber dann 1958. Ich sage nur Nein, Schwarzbier. Ja, das ist wahr. Hm. Ich saß da abends beim Abendessen, wie alle, und ich habe da so ein schwarzes Bier gesehen und dachte, das wäre Karamellbier. Wir hatten ja damals Karamellbier. Und habe dann zum Essen so ein Bier bestellt. Das war aber Starkbier, Englisch Bier, Guinness Stout. Das ist ein über 5% Alkohol. Na, ich glaube noch mehr. Und das habe ich getrunken und da wurde mir schwummrig und ich habe wirklich herrlich geschlafen. Und man muss eigentlich, das ist das Ideale, wenn man vor einem schweren Wettkampf schlecht schläft, wirkt sich das auch auf die Hirnleistung aus. Aber ich habe da so ausgezeichnet geschlafen und war am anderen Tag voll da. Wenn der Sport, der da gefahren wurde, da habe ich gesehen, die Italiener da vorne, die fahren ja idiotisch kurz vorm Ziel. Da ging der vorne, die Italiener gingen so nach links rüber. Und das war eine Staffel. In so einer Staffelung fuhren die links rüber. Da wusste ich genau, hinten fahren sie ihren eigenen Mann in den Graben. Da habe ich die fahren lassen ganz kurz, dann aber außen angetreten, das war mein Glück. Ich konnte große Gänge treten und dadurch habe ich mit solchem Stück gewonnen da vorne, vor zwei Belgiern. Und wollen wir mal gleich sagen, wer dein erster und zwar bester Trainer war? Hast du eine Ahnung, auf was ich anspiele? Dein erster Trainer? Mein erster Trainer? Ein Linienbus. Ein Trainer ist noch nie vor mir hergefahren, aber mein Trainingsmittel, ja, da hast du natürlich recht, ein Linienbus, ja. Naja, damals bin ich noch mit Holzschuhen gefahren und mit dem alten Rad, das war gleich nach dem Krieg, weißt du, war nie mehr. Mein Vater ist auch ein Linienbus hinterher hatte gefahren. Der Vater drüber weggenäht, drunter innen eingelegt, das rumpelte. Aber dadurch habe ich gelernt zu zentrieren, die Räder. Alles sowas, die schwere Aufgabe zu lösen, führt dazu, dass wir den Kopf um Dinge machen. Die mit ihren Bobsknobeln laufen herum. Wir mit unseren Rädern damals, als es nichts anderes gab, haben aus jedem alten Rad etwas gemacht. Aber du hast mit dem Bus hast du wirklich trainiert. Erst ist ja der Bus weggefahren, dann gab es die Zeit, wo du gleich schnell mit dem Bus warst und dann irgendwann hast du es geschafft. Aber der Linienbus bleibt doch stehen. Ja. Auch regelmäßig. Dann das hat er ja auch alles mit dazu eingerechnet, ne? Das dann knallst du gegen den Bus quasi. Mhm. Lass doch den Bus in Ruhe. Okay. Aber hier, aber es gab eine Fahrt, da hat er gemerkt, okay, Langstrecke kann ich auch. Das war, als du in Berlin, in West-Berlin, einen Lenker abgeholt hast. Mit dem Fahrrad. Nein, man sagte mir, ich hatte ein altes Rad, ein Tourenrad, und da war so ein Lenker, ein alter Diamantlenker drauf. Mensch, wenn du fährst gut. Aber wenn du richtiger Rennfahrer werden willst, musst du mal nach West-Berlin fahren. Dann musst du dir einen Lenker holen. Ja, wie denn? Dann habe ich von meinem Turnrad die Schutzbleche abgebaut, habe aufgepasst, wie ist der Kurs. Der war 1:5, das war günstig. Habe auf meiner Arbeitsstelle freigenommen, 3 Tage, das war nötig. Unser Kollektiv lag in der Planerfüllung gut. Also bin ich früh gestartet um 4 Uhr. Was habe ich eingesteckt? Ein paar Brote. Ein bisschen was zu trinken, dann bin ich nach West-Berlin gefahren. Das waren über 150 Kilometer. Und dort habe ich den Lenker gekauft. Der kostete dort über 22 Mark. Umgetauscht, ich musste über 120 Ost bezahlen. Und dann habe ich den Lenker in den Rucksack gesteckt, bin zurückgefahren. Am gleichen Tag? Auf der Glienecker Brücke, da standen 2 blaue Männer mit dem Karabiner. Die haben mich gar nicht beachtet. Da bin ich drüber mit meinem Lenker. Unterwegs habe ich eine halbe Stunde geschlafen, habe eine Brause getrunken irgendwo, bin zu Hause angekommen, ich konnte nicht mal mehr Mama sagen, ich war völlig fertig, über 300 Kilometer. Überlebe. Geht, aber solche Dinge machen den Menschen hart. Mhm. Du hast trainiert wie ein Verrückter. Stell dir mal vor, wie lange er trainiert hat, um das zu vollziehen, was er uns hier vorgeführt hat. Und deswegen sage ich, man kann mit seinen Leistungen für Menschen Vorbild sein,
die nicht an dich glauben. Guck mal, du muss bist jeder an dich glauben und jeder kann mehr. Und du bist ganz ohne Energy. Was du geleistet hast, bitte? Ganz ohne Energy Drink gefahren, was die doch heute alle da trinken. Du bist mit ein paar Stullen und einer Brause hast es geschafft. Aber was du ich bist unterwegs getrunken habe? Ja, nur du hast eine Brause getrunken, hast du erzählt. Aber heute ist deine Ernährung ja ein bisschen, wer hätte das gedacht damals, als du die Stulle gegessen hast, dass du heute mal Vegetarier wirst? Ja nun, also wesentlich anders ist sie auch nicht. Ja gut, wir haben damals Fleisch viel gegessen, ja das stimmt natürlich. Aber heute, ich esse ja kaum noch Fleisch, da muss ich sagen, Kartoffeln, Brokkoli sind gesund. Was mein beste Leistung an Essenszubereitung? Kartoffeln in einem Dämpfer, habe ich so ein Ding, stelle ich 30 Minuten ein, Wasser ist unten drin. Nach 20 Minuten, dann kommt mein Brokkoli dazu, schön geschnitten, oben rein. Der macht noch 10 Minuten mit. Mein Essen ist eigentlich fertig. Die müssen gepellt werden, die Dinger. Ich habe anfangs ganz schön die Finger immer, das war heiß. Was meine Frau früher geleistet hat, staune ich heute noch. Aber dann kam ein Ei noch in die Pfanne, es kommt drüber. Und ich will ehrlich sagen, das ist eine Meisterleistung. Schmeckt doch, wenn man Hunger hat, oder? Absolut. Naja, ich glaube, dass das tatsächlich eine Riesenumstellung ist. Ne? Wenn ja, du auf einmal, jetzt musst du auf einmal alleine kochen. Aber das funktioniert ja auch Aber alles. Im Grunde genommen, viel Grünes. Äpfel, viel Grünzeug, genau. Gibt ja auch gute Nahrung. Und weißt du, was ich ergänzen muss? Mhm. Es ist tief traurig. Ich habe in meinem Garten früher Grünfinken gehabt, Spatzen sowieso, oh ja, ich weiß. Meisen gehabt, hier Spechte, Pirol habe ich sogar dort gehört, Krähen kommen immer, heute auch noch, Elstern. Weißt du, was ich noch habe? Spatzen, Krähen. Elster gelegen. Und Tauben, habe ich noch vergessen. Und Tauben. Meine Eltern auch im Garten, die sind auch ganz traurig, dass da auch die Insekten gar nicht mehr kommen. Aber das meine ich, das passt. Du bist ja auch so ein Öko, möchte ich mal sagen. Ja. Du bist sehr engagiert auch für deine natürlich. Umwelt. Greta Thunberg, ist das dir das Mädchen, was die Umwelt retten will, was die Welt retten will? Wie findest du die? Weißt du, ich habe, noch mal ganz kurz dazu. Entschuldige, habe ich dich Ich habe schon über 180 Euro Körner gekauft und draußen immer gefüttert. Auch ein Eichhörnchen kommt bei mir. Da habe ich ganz Tolles gesehen, dass ein Eichhörnchen, habe ich noch nie irgendwo gesehen, mit den Hinterbeinen oben an einem Ast hing, so einem dünnen, und hat unten die Körner geklaut. Jetzt ein Eichhörnchen, nein, machen die Affen, ja, aber ein Eichhörnchen so nach unten, habe ich noch nie gesehen, ist mir passiert. Nur die Frage nochmal. Entschuldige, bitte, ich wusste nicht, dass du da... Greta Thunberg, wie du die findest? Greta, die Friday for Future. Greta Thunberg? Ich würde sagen, ja. Ich habe kürzlich gelesen von Noam Chomsky, wie er sich die Welt in Zukunft vorstellt. Also kein Krieg, keine Atomwaffen. Die Demokratie geht immer mehr zurück unter den Bedingungen. Vor allen Dingen, die Menschheit beginnt zu laufen. Die wird rennen in einiger Zeit. Das heißt, ich denke schon darüber nach, und was die Kinder da machen, Fridays for Future, da schließe ich mich sofort an. Das ist so wirkungsvoll, wenn die Kinder zu ihren Eltern gehen, sich belesen und an ihre Zukunft mehr denken, als wir eigentlich das tun. Und da sage ich im Zusammenhang mit meinem Piepmetzen da, wir müssen verdammt aufpassen. Das ist wirklich ein ganz besonders schönes Schlusswort. Du hörst, unsere Musik läuft schon. Das heißt, dass wir jetzt am Ende unserer Sendung sind. Ich danke dir sehr, dass du bei uns bist. Und ich wünsche dir jetzt nicht alles Gute für Dienstag, aber ich werde ganz doll an dich denken. Thewe Schur, meine Damen und Herren.